Hallo, werte Zuschauer des Gamepad Empire Tycoons. Nun, ja, wir sind beim nächsten. Gibt's hier Pokémon? Beim Gamepad Empire Großweg der Pokémon Morgenroten Edition. Wir stehen bei den Top 4 und ich habe den zweiten vor mir. Und zwar Käfer. Bevor ich jetzt hier irgendwas mache, ich lasse mal ganz kurz hier. Bereite ich noch mal kurz das Team vor. Die Sache ist jetzt, inwiefern... Schauen wir mal die Beute nach. Was haben wir denn jetzt hier alles noch? Das sind alles ja weniger die Sachen, die ich brauche. Basis, Kampf, Items, Briefe, Baron, DMs, Pokéball. Ah, hier haben wir es, Medizin. Wir haben 40 Beleber, 20 Krumomilch. Da werde ich erstmal ganz kurz hier das Team wieder aufpeppen. Man weiß nie, was passiert und ob ich es überhaupt brauche, ist die andere Sache. Aber lieber man hat, als man hätte. Zur allergrößten Not habe ich ja immer noch ein bisschen Kanonenfutter zur Hand. Außerdem habe ich das Gefühl, Käfer, das könnte ganz gefährlich werden. Ganz, ganz gefährlich werden. Weil es gibt bei Weitem sehr, sehr starke Käfer und... Muss ich ehrlich sagen, ich rechne mit solchen Geschichten wie, ja, Xerox, wenn ich auch so gerne mal hier offen zu bei Trainern auftauche, Ramoff und all solche schönen Geschichten. Pfui! Bäh! Sorry, ich hatte gerade eine Spinnwebe im Gesicht. Haha, Käfer-Pokémon. Die sind mein Leben. Besonders liebe ich kleine und knuffige. Sie fühlen sich echt gut an hier. Unter dem Regenschauer im Tropenwald. Und sie schreien. Sie schreien nach einem Kampf. Gegen Tobias. Bin ich mal wirklich gespannt. Also ich habe Glurak an erster Stelle. Und... Na? Hä? Habe ich es nicht vorher gesagt? Ramoff. Ah, Ramoff. Der Witz, ich hätte nicht mal ein Pokémon gegen das, wo ich damit geschickt reinwechseln könnte. Außer wenn es Sunny. Ich glaube, ich gehe auch direkt auf Sunny. Weil egal, was er jetzt einsetzt, sei denn, es ist ein Flatterreigen, bin ich mit allen anderen eigentlich weitestgehend zufrieden. Silberhaut dürfte jetzt nicht wirklich viel machen. Sag ich ja. Da gehört Ramoff jetzt unserem guten Sunny. Aha. Die Sache ist, Feuersturm möchte ich jetzt nicht unbedingt drauf brauchen. Ich will doch auf Drachenpuls gehen. Zieht das mehr? Ja, es zieht ein bisschen mehr. Geht mal gebrummen, ja? Spezialverteidigung sinken, ja. Damit kann ich leben. Der Witz ist ja eigentlich... Das ist das erste Mal, dass ich jetzt wirklich mal einen ernsteren Kampf führen darf in den gesamten Let's Play. Weil vorher hatte ich ja immer Problematiken gehabt, wenn es zum Beispiel darum ging, dass ich zum Beispiel in der Arena hätte mitwirken können. Das kostet sich doch ein bisschen an. So. Ramoff wurde besiegt. Amaldo. Ja, ich möchte wechseln. Amaldo, 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 Amaldo. Das war das Gesteinsvieh. Gesteinkäfer, wenn ich täusche. Da hol ich mir einen Bob dazu. Außer ich bin jetzt hier komplett auf der falschen Spur. Aber Amaldo war, glaube ich, das komische Fossil. Richtig? Hm? Ja. Wusste ich so. Dann in aller Ruhe mit Surfer vorgehen. Und weg ist es. Ja. Super. Kastellit. Kann ich ja genauso Bock drinnen lassen.
Und wir machen doch mal Surfer. Kassid wäre ein richtig schönes, gefährliches Pokémon, wenn es auf, wenn es dazu kommen würde, ein Hausfroh einzusetzen, aber. Voltula. Dagegen holen wir jetzt Daven mit dazu. Braucht er lediglich diese. Ich schätze mal, zwei Feuerattacken dürften reichen. Ah, die scheiße Flug. Ah! Shit. Jetzt habe ich gerade den Donner vergessen. Jetzt habe ich nicht an den Donner gedacht. Jetzt wäre es eigentlich gut, wenn ich wieder Sunny hätte. Wollte aber jetzt erstmal was zum Wegtanken. Was hättest du so? Das muss ja geknirschen. Nee. Nix dergleichen. Ich könnte Yin ganz kurz opfern. Ja, ich opfere Yin. Muss dann wieder auf Sunny wechseln. Weil jetzt kommt definitiv die Donner. Oder? Donnerst mich eine? Ladungsstoß, ah, okay. Ich hätte es mit Schlimmeren gerechnet. Allerdings, egal ob Dave oder Amiota, ist er genauso schlimm geworden. Medizin. Wie viele Hyperheiler haben wir eigentlich? Wo sind denn die Hyperheiler? Was sagt ihr denn Hyperheiler? Übertränken. Reicht ganz locker. Fiat-T-Shirt? Das ist ja gemein. Aber es ist genauso paralysiert, wie ich gerade sehe. Ach schon, das war ja die Fähigkeit von hinten, ne? Hol ich jetzt Sunny. Sunny kann in aller Ruhe Hitzewelle machen. Ja, wie soll ich so denken? Ladungsstoß. Und Paralyse? Nicht mal. Nicht mal die Paralyse. Und Schuss. Was? Achso, Tiefschlag. Ja. Ich vergaß der Tiefschlag. Oh, Retola wurde besiegt. Was hast du noch? Bibo. Ah ja. Das muss ich jetzt aber so machen. Jetzt kommt nämlich höchstwahrscheinlich ein Mega-Bibo. Sehe ich das richtig? Den Kampf werde ich genießen. Mein Amiota gegen sein. Der Mega Bibo hat schon eine geile Optik. Beide hat sogar den Spite aus X und Y genommen, ne? Oder aus Oras in dem Fall. Agilität. Jupp. Machen wir jetzt Akrobatik. Oh, das könnte. Nope. Alles super. Schade, das Mega-Bibo, aber. So schön ist das Pokémon noch finde, aber. Nö. Serapandra. Serapandra. Na, geben wir Dave auch noch seinen Moment, würde ich sagen. Serapandra ist ein Vieh voll auf Bulk. Oder irgendwie so war das so. Auf jeden Fall ein sehr Vieh mit ziemlich hoher Verteidigung und KP-Zahl. Für ein Gift. Käfer? Ah ja, geht weiter. Verdammter Regen. Aber da haben wir ja immer noch den Feuersturm. Zwei Angriffe? Ach, nicht einmal! Ah, das hat eine hohe physische Verteidigung gehabt wahrscheinlich. Serapandra wurde besiegt.
Das gewann den Kampf. Wow. Dam, da, dam. Ah, mein Pokémon. Geh. Geh. Geh einfach in den nächsten Raum. Bye. Sorry. War keine Absicht, Junge. Ja. Ich muss sagen, das war jetzt nicht unbedingt so die Herausforderung, aber muss auch sagen, unser Team ist auch sehr schön gegen Käfer gewappnet gewesen. Naja, was soll's. Was soll's. Dann habe ich jetzt hier meinen ersten glorreichen eigenen Kampf geführt und es hat 10 Minuten gedauert. Sorry Leute, wenn der Part jetzt zu kurz geworden ist. Es tut mir wirklich leid, aber ich kann das gerade schlecht was dran ändern, wenn das hier. Ich höre, das war meine Trainerkarte. Ich wollte doch speichern. Tut mir jetzt ganz herzlich leid. Da ist jetzt doch ein so großer Kampf gewesen. Ich schätze mal, der nächste, der Top 4, könnte ein bisschen anspruchsvoller werden. Und dann habt ihr auch Levi dann dafür. Ich schätze, das wird auch sehr interessant, vor allen Dingen, was dann das Taktische anbetrifft. Freue mich drauf, das dann anzusehen bei Levi. Bis dato sage ich jetzt allerdings, das war für meinen Teil. Nochmal Entschuldigung, dass es jetzt so kurz geworden ist, aber bis dato. Bis zum nächsten Mal. Reingeklickt.